lange ist es her und endlich ist es wieder soweit. Wir haben wieder Kinderjoy für euch. Ja, und diesmal sogar von Harry Potter. Und wir sind Harry Potter Fans, also muss es natürlich ausgepackt werden. Die Schoki werden wir uns für später aufheben, denn wenn ihr die Schokolade in den Kühlschrank packt, ist sie noch besser und länger haltbar. Hier ist ein Mini-Hogwarts. Das kann ich wahrscheinlich da dran kleben. Ich glaube, ich habe mehr vor. Das ist schon mal eine coole Sache. Sehr schön, sehr schön. Ja, die nächste, hoffentlich Figur. Oh, yay. Sehr cool. Hammer Medaille für euch. Mhm. Ich habe mir sagen lassen, dass wenn man hinten auf die Nummer guckt, dass man dann eventuell eine Figur draus ziehen kann. Das kleine Ding hier. Diesmal ist das Bildchen nicht Hogwarts, sondern der Zug. Was ist das denn? Okay, es ist ein Metastab als Stoff. Erinnert sich das irgendwie sehr an Papier. Oh, ich habe ein Hermine-Bändchen. Ich glaube, ich habe schon wieder mehr Freunde. Ja, ich habe schon wieder mehr Freunde. Ja. Oh, ich habe wieder so ein Bändchen. Aber wir haben noch kein Snape gezogen, was ich echt schade finde. Hast du auch wieder ein Bändchen? Ich habe einfach schon wieder so einen Meterstab. Aber von Malfoy, ja. Oh! Ist das Hagrid? Ja, ich habe Hagrid. Yay! Weil die kleinen Funkos sind doch generell echt süß. Ich habe tatsächlich wieder Hagrid aufgeholt. Oh, ich habe Luna. Oh, sehr schön. Die wollte ich doch auch. Ja, Luna. Ich mag ihre Ohrringe. Ja, gell, diese Erdbeeren. Wahrscheinlich haben alle, da gibt es ja ein Video, wo man zeigt, wo Harry drin ist mit der gewissen Nummer. Wahrscheinlich haben alle die Nummer rausgeholt, dass man keine Chance hat, die irgendwie noch zu kriegen. Wir wollten uns überraschen lassen, weil das ist ja eigentlich der Sinn von Kinder. Überraschungseiern und Kinderjoy. Oh, Dobby. Ich hab Dobby. Das ist ein Stiftehalter, Leute. Ist schon wieder so ein Band. Ich glaube... Das ist schon wieder Harry. Es ist schon wieder Harry. Ja, nur die Bändchen. Ich habe wieder ein Harry Potter Bändchen. Jetzt wird's langweilig. Bitte sei Snape. Es ist Hagrid. Ich glaube, ich habe wieder so ein scheiß Band, gell? Ich habe wieder das Schloss. Ist der Kacke. Ja, ist es aber. Du hast Hedwig. Ich habe Hedwig. Ist auch so ein Stift. Junge, was ist denn los? Ich habe einen Stiftehalter bekommen von Hedwig. Der ist übrigens super süß. Vielleicht ziehst du ja noch den Snape. Nee, das ist viel zu leicht. Das ist wieder so ein Bändchen-Ding. Garantiere ich. Okay. Achtung, Magie. Und es ist ein Bändchen. Jetzt haben wir alle durch. Ja, so, das Teil ist leer. Was ich blöd finde, ist, wie gesagt, der Influencer, der alle gespoilert hat, wo welche Figur drin ist, hat jetzt, glaube ich, dafür gesorgt, dass wir keinen Hit hatten. Weil wir haben nicht drauf geachtet. Wir haben einfach immer wieder mal Kinderjoys gekauft. Letztendlich ist jetzt dieses Unboxing entstanden und ich fand es jetzt echt langweilig, wenn man dreimal Hagrid sieht und viermal so ein Bändchen. Weil ich glaube einfach, dass alle auf diese Nummer geguckt haben. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und das finde ich von gewissen Influencern einfach nicht gut. Weil man muss auch eine gewisse Freude dran haben, coole Dinge auszupacken. Und der Überraschungseffekt sollte für Kinder da bleiben. Und ich finde, dass man da einfach das weggenommen hat. Und das finde ich nicht in Ordnung. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es uns in die Kommentare. Eure Meinung zählt. Und auf jeden Fall wäre es sehr interessant, darüber zu wissen, wie ihr darüber denkt. Genau. Und somit bis zum nächsten Mal, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal.